Nördlich von Lübeck liegt Bad Schwartau. Hier kreuzen die Vogelfluglinie und die Strecke Kiel-Lübeck-Bad Kleinen. Einfahrt hat ein Regionalzug aus Kiel. Unterwegs ist hier die Baureihe 648, auch bekannt als Vectus. Markant ist das alte Stellwerksgebäude. Zwischen Lübeck, Neustadt und Puttgarden sind 628er unterwegs. Bis Neustadt fahren sie im Doppelpack. Der Haltepunkt Timmendorfer Strand ist mit seinen zwei Gleisen auch Überholbahnhof für Fernzüge. Ländlich und gemütlich geht es auf diesem Streckenabschnitt zu. Die Regionalbahnen verkehren im Stundentakt und sind eher mäßig besetzt. Im Bahnhof Haffkrug kann wieder gekreuzt werden. Nördlich von Neustadt fahren die RB nur noch mit zwei Wagen, alle zwei Stunden. Auf dem Weg nach Puttgarden ist der Bahnhof Oldenburg-Holstein ein wichtiger Unterwegsbahnhof. Das alte Empfangsgebäude stammt noch aus der Zeit der Oldenburger Eisenbahn, die 1881 den Betrieb aufgenommen hatte. Großenbrode, der letzte Haltepunkt auf dem Festland. Wie wir heute schon gesehen haben, fuhr bis zur Inbetriebnahme der Vogelfluglinie ab hier die Fähre nach Gezer.